Ich bin Manuela Schalinski und bin 42 Jahre alt und bin Fachkindergangsschwester hier am Uniklinikum Leipzig. Ich bin Konstantin Schönherr, bin 29 Jahre alt, bin jetzt seit gut 5 Jahren hier im Klinikum und habe in der Zeit auch meine Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivmedizin hier im Haus gemacht und arbeite sehr gern auf der Neonatologie. Ich habe damals überlegt, was ich einfach nach, ich habe Abitur gemacht und für mich stand fest, ich möchte gern erstmal in einen Beruf einsteigen und habe die Ausbildung hier begonnen. In dieser Ausbildung hat man die Möglichkeit, sehr, sehr viele Stationen zu besuchen und habe tatsächlich festgestellt, dass mein Herz ganz sehr für die Kleinen schlägt und habe den Wunsch angegeben, auch die Prüfung abzulegen und es hat funktioniert und bin seitdem auf der Neonatologie tätig und bin super glücklich, hier arbeiten zu dürfen an so einem großen Haus und in so einer Abteilung, was mir nach 22 Jahren immer noch sehr, sehr, sehr viel Freude bereitet. Wir haben uns auf Station kennengelernt. Mhm. Kurz nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, kann ich mich noch an eine Sache von dir, eine Situation mit dir erinnern. Da war ich bei einem Kind und das hat immer mal wieder Atempausen gemacht, was für Frühgeborene jetzt nicht so untypisch ist, aber wo man trotzdem einfach dabei sein muss. Und da hast du mich zu ein bisschen mehr Ruhe und jetzt warte ab, das Kind schafft es und man muss nicht immer gleich stimulieren und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen und seitdem warte ich vielleicht noch mal 3-4 Sekündchen länger, weil ich denke, ja, die Manu, die hat es schon gut im Blick gehabt, dass das Kind auch das alleine schafft, ja. Ich denke, die große Herausforderung bei uns ist auch, dass es diese zwei großen Themengebiete gibt. Zum einen die intensivmedizinische Versorgung von den Frühgeborenen, die gerade am absoluten Lebensanfang stehen und eben auch die Eltern, die in einer Extremsituation sich befinden, weil damit rechnet niemand, sein Kind beispielsweise 3 Monate eher zu bekommen. Und dieses Auffangen, das ist auch mit unserer Aufgabe. Und wir haben ja auch sehr, sehr, sehr kleine, unreife Kinder, wo die Eltern selbst erstmal sehr große Angst haben. Da stehen wir erstmal dazwischen, zwischen Eltern und Kind und versuchen so langsam die Eltern an ihr Kind ranzuführen. Also wirklich sehr viele Bereiche. Es ist nicht nur, Neonatologie ist ein Begriff, aber der umfasst einfach ganz, ganz viele Bereiche. Und ich glaube, das macht uns einfach super viel Spaß. Mir gibt es auch ganz viel Kraft, diesen Fortschritt der Kinder zu sehen. Also wenn man tatsächlich jetzt vom Beginn an des Lebens dabei ist und sicherlich auch schwierige Fälle dabei hat und dann mit ganz, ganz viel Kraft und ganz viel Zeit auch manchmal da Fortschritte erkennen kann. Und es sind auch die Kleinigkeiten, also sind es jetzt die ersten 1000 Gramm beispielsweise, die das Kind mal erreicht hat oder das erste Mal ohne Atemhilfe für, weiß ich nicht, 24 Stunden oder das erste Trinken überhaupt, dass da ein bisschen was nicht nur über die Magensonde in den Magen gelangt, sondern tatsächlich durch eigene Trinkanstrengung. Das sind schöne Momente und die sind so weit und häufig verteilt, dass das einfach sehr, 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 sehr schön ist, ja. Klingt vielleicht für manchen klein, aber ja. Jedes Mal die Eltern in ihrer Freude darüber zu erleben, ist auch sehr schön. Ja. Und wenn man dann eigene Kinder hat, da kann ich nur davon sprechen, dann weiß man auf jeden Fall, von was man spricht. Aber ich glaube, Konstantin kann sich da auch sehr gut reinversetzen, weil die Emotionen, die man da von Eltern miterleben darf, die sprudeln einfach auf einen zurück. Ja. Ja. Wenn man bei uns neu beginnt als Mitarbeiter, man wird aufgefangen im Team. Es gibt einen genauen Einarbeitungsplan. Jeder bekommt jemanden an die Hand und wird da gar nicht alleine gelassen. Und wir haben so ein ausgeklügeltes Einarbeitungskonzept, die Mitarbeiter ganz Schritt für Schritt an die ganze Sache heranführen. Und wir geben den Mitarbeiter Zeit, sich da einzufinden. Und ja, Flexibilität ist hochgeschrieben. Man weiß, dass man in diesem Pflegeberuf im Dreischichtsystem arbeitet. Allerdings, und das kann ich von mir aus sagen, wenn man Familie hat, ist es dennoch möglich, auch mal etwas später den Dienst zu beginnen. Das wird einfach vom Team getragen. Oder wenn es andere Sorgen gibt, dafür sind wir total offen und es wird dem dann auf jeden Fall
findet man Gehör und es wird alles versucht, dass das möglich ist. Ja, dieses Fitbleiben im Kopf ist, glaube ich, auch ganz wichtig, sich so vor Neuem nicht verschließen. Dazu gehören auch technische Geräte. Das gehört auch mit zur Intensivmedizin, dass eben auch technische Geräte in der Versorgung notwendig sind. Und sich davor nicht zu verschließen, das sind, glaube ich, schon mal ganz gute Grundlagen, um bei uns anzufangen. Es ist ein großes Haus, es ist ein super Team, in dem ich arbeite. Und die Arbeit macht mir super viel Spaß mit den Früh- und Neugeborenen, sodass ich aktuell keine Zweifel habe, dass ich auch in dem Job noch lange und glücklich arbeiten kann. Wir arbeiten auf einer Intensivstation. Natürlich haben wir auch Notfälle. Und dann das Team in Aktion zu sehen, zusammen, wie das Team dann miteinander wirkt, ist super spannend. Und im Nachhinein gibt es dann immer so danach, nach so einem Notfall, so ein Aufatmen. Und man weiß, du bist hier genau richtig. Das Team arbeitet miteinander prima. Die stehen hinter einem und man fühlt sich überhaupt nicht alleine. Es funktioniert sehr, sehr gut. Und deshalb gehe ich sehr gern hierher zum Arbeiten und hatte irgendwie noch keinen Leerlauf oder noch keine Überlegung, irgendwas anderes zu tun. Ich mache das super aus Überzeugung und super gern.